Hallo, Radsportfans, und herzlich willkommen zurück zu einer Pro Cycling-Serie mit Bernhard Eisel. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um das Finale der Super Volta Portugal euch anzugucken. Wir haben auch nochmal eine echt krasse Folge hier vor uns. Die Hügeletappe mit 144 Kilometern, die jetzt kommt, die hat ganz am Ende einen Hügel, der wirklich Potenzial hat. Die Mittelgebirgsetappe ist auch nicht ohne, mit einer sehr steilen Ankunft. Und dann zum krönenden Abschluss in dieser Folge gibt es dann das Zeitfahren über 15 Kilometer mit ein paar Hügeln drin, was ja für uns als, ne, Hügelfahrer nicht schlecht ist. Vielleicht kriegen wir hier bei der Super Volta Portugal doch noch unsere neunte Stufe voll. So, wir haben zum Glück wieder ausgezeichnet eingefahren. Ja, das ist hier halt immer noch, wir müssen auf Glück hoffen, dass wir eine gute Form bekommen. Jetzt hier könnte ich auch nochmal so mit einer Nuller oder so leben. In der nächsten Etappe, da würde ich mir plus 3 wünschen, das wäre nämlich zu toll. So, wir sind hier wieder Top-Favorit, das waren wir allerdings schon ein paar Mal. Oh, man kann es nicht anders sagen, meistens hat es der Bormix irgendwie selber verkackt. Und wir haben hier wieder einen Zoom auf Bernhard Eisen, Favorit der Redaktion. Eisen mit seinem Trikot als bester Nachwuchser heute nach Kräften verteidigen, wenn er bis zum Ziel an den Anführern kleben bleibt. Und wenn Bormix nicht schon wieder irgendeine Scheiße baut, dann wird hier der Angriff gestartet und die Etappe gewonnen. Ladies and gentlemen, welcome. The profile of the route is a fairly mixed bag, so everybody should find a section to their pleasing. Oh, damit jetzt kommt zur drittletzten Etappe der Super Volta Portugal hier. Vielleicht wird es jetzt ja mal was mit dem Sieg für Bernie. Plus 1 eingefahren, nicht schlecht. So, dritter in der Etappe, immer noch natürlich zehnter in der Gesamtwertung. Ich meine, in der Gesamtwertung, da sieht es nicht schlecht aus. So, zwei von uns haben minus 2 eingefahren. Das ist natürlich echt scheiße. Fahrerspiel ist von der Fitness her nicht mehr so toll. Da der Pansteiner den Schönberger mal einmal beschützt hat, bleibe ich bei dem für Bernie. Vorderspiel, wie gesagt, eine ganz schlechte Fitness mittlerweile. Meistens hält irgendwie der Zeidel länger durch wie der Breschina, ne? Komm, lass die Etappe mal Zeidel. Oh, Tübe, was mit dem Pansteiner, der leider auch eine Minus-2-Form eingefahren hat. Irgendwer vorne? Na, oh, Pansteiner geht eigentlich. Oh, dann geht's los. Also, wie gesagt, dieser Hügel da hinten, der hat wirklich super Potenzial. So, Breschina ist auch schon da. Reimt sich mal wieder zufälligerweise. Wäre nicht irgendwie ganz vorne? Da vorne geht schon der erste A ab. surprise attack. He's probably just trying to force his teammates away from the bunch. Genau, Bernie. There's a Lass mal rider das trying to gelbe break away Trikot from the bunch. vorbeifahren. Dann bleibst du hier. Naja, vielleicht gibt es noch ein bisschen Action. Zwei Leute, die haben sich gerade verbunden, sind ganz vorne. Da greifen die nächsten beiden. Sind Several riders leider are an der attempting Kamera to gerade break away. vorbeigefahren. Das sieht hier hinten aber alles noch ziemlich gemächlich. Ah, der Zeitl geht! Ja, moi! Schönes Ding. Endlich mal. Wie gesagt, ich kann es selbst nicht machen, sonst würde ich es auch öfter mal bei den Teamkameraden machen, aber darf ich ja nicht. Dann gehst du über und bewahrst Breschina. Allerdings. Ich weiß jetzt nicht, ob es Zeidel ist, aber irgendjemanden da vorne mögen sie gar nicht. There's now more than a Zeidel kann auch minute schon nicht between them. mehr. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Na, noch ist er weg. Die machen hier richtig dab. Er hat schon fast rot gerade gehabt. Das ist ja halt zu schade, ne? Da versucht es endlich mal einer aus dem Team und jetzt kommt er nicht weg. Ne, die werden sie wieder einfangen. Komm, da der Zeitl ist, cutten wir noch nicht raus. Wir zappen erstmal ein bisschen und ja, der Abstand wird immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Und da sind sie gleich eingefangen. Oh ja, die mögen sie gar nicht, die da drin sind. So, aber irgendwie kommen sie auch nicht so richtig ran, ne? Also, die lassen auch nicht locker. Zumindest scheint Seidel sich da in der Gruppe, wo er ist, ein bisschen zurückzuhalten. Hat auch kaum noch Gelb. They're moving along at a fair lick. You've just gotta hang on. Ja, das kann sich natürlich erstmal nochmal 30, 40, 50 Kilometer hinziehen. Ich cut euch das jetzt doch raus und jetzt wird's auch gerade langsamer, ne? Und ja, vor diesem Hügel hier, wo gleich zwei Bergwertungen sind, der sehen wir uns dann wieder. So Leute, wir sind auf der Anfahrt vom vorletzten Hügel, der gleich zwei Bergwertungen hat.
Unser Zettel, der konnte es da vorne nicht aushalten. Der ist schon mittlerweile wieder im Feld. Er ist auch ein bisschen zu spät halt weg gewesen. Und das Feld hat ja die ganze Zeit Druck gefahren. Dadurch sind die nicht mehr so wie 2,5 Minuten weggekommen, die vorne. Und naja, dann fahren sie ja, ihr wisst ja selber, wenn man in der Ausreißergruppe ist, dann fahren die so die ganze Zeit 85, 90 und so. Und wenn du dann schon so wie der Zettel kaum noch gelb hast, dann hältst du das einfach nicht lange durch, ne? Ja, 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 fette hier. Hat er jetzt nicht schon mal geblockt? Irgendeine andere Etappe? So, jetzt wird sie aber richtig geschrubbt. Alter, bei manchen ist es voll im roten Bereich. Auch bei Bernie sieht es gar nicht so gut aus. Vor allem, da ist nur noch einer. 25 Sekunden weg und die geben hier so einen Vollgas. Da bricht der Kanadier auch komplett zusammen. Jetzt zum Glück ein bisschen Tempo raus, weil dann können sich die Balken von Bernie erstmal wieder ein bisschen aufbauen. So, jetzt wird hier auch alles ein bisschen flacher. Und ich glaube, das eine ist nochmal eine extra Bergwertung, weil es da nochmal so extra nach oben geht. So, jetzt würde ich mal sagen, und stopp. So, Zeitl ist jetzt hier auch ganz rausgefallen. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Fahren wir 45. Bis noch A1. Es müsste eigentlich noch passen. Also die drei kann ich schon mal komplett rausnehmen. Dankeschön. Toll geholfen. Ist jetzt hier besser. Boah, Fahrerspiel sieht auch schon nicht mehr gut aus. Würde ich doch sagen, nehmen wir erstmal unseren Beschützer, den Schönberger, auch wenn er minus 2 hat. Ja, du ziehst mal Breschina mit. Du den Pornsteine und du nimmst Bernie mit. Macht sich schon auf den Weg nach vorne, dann können wir auch langsamer machen. Sind alle da. 75 reicht wohl anscheinend locker aus. Ja, auch wenn Bernie die Punkte gebrauchen könnte, ich gönne die halt auch immer ganz gern meinen Teamkameraden. Allerdings ist bei uns das Wasser weg. Ey, ob das nochmal jemand nach vorne bekommt? Er ist zumindest schon mal ziemlich weit hinten. Hier hinten ist auch das grüne Trikot. Ist er nicht auf Platz 2? Ach nee, der ist gar nicht auf Platz 2. Ja, versuch dich nochmal, ob du irgendwie Wasser rankriegst. Dann wird Seidel wahrscheinlich auch nochmal gebrauchen. So, jetzt geht es halt nochmal nach oben. Und relativ steil sogar. Komm, da gibt es mal richtig Gas hier. Auch wenn dann unser Wasser nicht mehr kommt. Vielleicht kriegen wir das ja auseinandergerissen, dann lassen wir einen anderen Wasser holen. Ja, der gönnt sich jetzt hier erstmal die Bergpunkte. Wasser hat er auf jeden Fall aufgenommen. Ob er das noch nach vorne bringt, kann ich jetzt nicht sagen. Hinten ist er. Ich fahre wahrscheinlich zu schnell dafür. Komm, dreh noch mal ein bisschen runter. Vielleicht kommt er dann besser nach vorne. Es liegt wohl weniger an seiner Energie. Er kommt hier aber nicht durch. So, jetzt hat er hier mal einen Zug. Oh, Alter, der Kajaru war doch Kajarural, glaube ich. Also unter Umständen packst du es noch. The peloton has slowed down a bit. Sieht nicht schlecht aus. Komm, zieh durch, Digga. Top Arbeit. Top Arbeit. Kannst dich direkt entspannen. Schönes Ding. Dankeschön. Eine Pause. Kurz mal weiter, du nach da weg. Du gehst jetzt mal mit rein. Da geht es nämlich auch schon wieder nach oben. Ich habe mir natürlich diesen roten, steilen Bereich da, den habe ich mir rausgesucht. Da kommt zwar auch nochmal ein schwarzer. So, Breschina geht rein.
ein bisschen auf den Puls von Bernie achten. Da kann man, ja, ich wollte gerade sagen, da kommt schon wieder einer. Könnte sein, dass es ein Angriff ist. The riders are in a portion above 10%. So, das dürfte der schwarze Bereich sein. Ne, das ist für Bernie zu hart. So, aber da wir ja nur noch diesen einen Fahrer hier haben. Oh, Bernie. Oh, ich habe schon fast eine Lücke zu dem hier. So, du fährst jetzt weiter. Ich muss noch mal ganz kurz mich orientieren. Es geht ganz kurz noch ein Tick grün und dann kommt rot. The finish line is getting close. The riders just passed the 10 kilometers road sign. Versuch hier mal besser die anderen auszubremsen. Jetzt hängen sie wieder ein bisschen besser dran wie eben gerade. Eben gerade sah es echt geil aus. Ich muss es versuchen, ey. Oh, da geht der Bernie. Geht doch hier bestimmt rechts rum, ne? Things are hotting up at the front. So, Stäbchen, bevor ich das hier alles wieder vergesse. Nee, warte mal. Obwohl doch, der ist hier jetzt mit anderen noch in einer Gruppe. Aber Hälfte rot. 1,2 Kilometer bis zur Bergwertung. Da fahren wir, glaube ich, wieder normal. 22 Sekunden. 18, 12. Alter. Das stimmt bei denen nicht, Alter. So, jetzt die Stromlinie rein. Und die Abfahrt runterhämmern. Obwohl, ist ja immer so, weil mehr wie 92 muss aus dem Sattel. Wir bauen lieber ein bisschen rot auf. So, aber jetzt kannst du ruhig aus dem Sattel gehen. Die Abfahrt wird gleich steiler. Oh, da habe ich mich ein bisschen zu früh gefreut hier. Lala. 5 Kilometer remaining. Zack, geh rein. 95, 40 Sekunden. Da wird die Abfahrt noch steiler. Komm. Gib mal Vollschub hier. 99. Sind wieder flacher. Jawohl. So, jetzt sprint es auch noch mal. Das ist der nächste Sieg für Benny hier. Yes, endlich mal. He displayed a tremendous tenacity. Endlich hat's mal geklappt. Oh ja, Pansteiner und Breschina kommen hier mit dem Rest rein. Gegenüber dem Sprinter-Trikot machen wir nicht so viel gut. Der ist immer noch Dritter geworden. Wo ist denn Conti? Conti ist da auf 12 reingekommen. Breckenhoy ist hier Vierter. Ah, sehr schön. Endlich mal wieder ein Sieg für Bernie hier. Da haben wir auch eine ziemlich lange Durststrecke hinter uns. Apropos Durst, ey. Ich guck nochmal in die Flasche, wie spät das ist. Ja. Das ist schon Replay, ne? Ich meine, jetzt ist es zwar auch Innenkamera, aber hier geht sie ja, ne? Weil wir hier links an der Innenkamera vorbeigucken können. Ja, der Innenkamera natürlich nicht an diesen Balken hier vom Ziel. Schönes Ding, natürlich den Bogen rausgeknallt. Boah, Zeitbonifikation bekommen wir auch noch. Der Conti kriegt keine. Also da sind wir ganz nah dran, glaube ich. Oh, weil das hier so unwiderstehlich war, gucken wir uns natürlich den Bernie auch noch an. Ja, seit langem mal wieder plus 1, ne? Und dann klappt's auch gleich. So, mit dem Bogen in die Hand gehen wir zur Siegerehrung. Also, bei der Etappe haben wir 36 gut gemacht gegenüber dem Rest. Das heißt, 46 Sekunden gegenüber dem gelben Trikot. Hatte der nicht nur 44 Vorsprung? Ich hab's nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube, oder? Jawohl, guck durch die Bernie, der ist ganz oben. 2 Sekunden vor Conti und 6 vor Breckenhoy. Zu schade, dass ich nicht so genau weiß, wie die im Mittelgebirge sind. Auf jeden Fall sind wir im Mittelgebirge nochmal eine ganze Ecke besser wie im Hochgebirge. Also von daher, ey, vielleicht schaffen wir es ja doch noch, die Super Volta Portugal zu gewinnen. So, hier das Bergtrikot.
könnten wir jetzt natürlich noch besser platziert sein, aber wie gesagt, ich gönne das auch immer ganz gern meinen Teamkameraden mal da Bergpunkte mitzunehmen. Jan Dietze hier, Schönberger ist ja auch mit drin. Aber wir können es natürlich immer noch erreichen. Das sind nur 7 Punkte. Und es kommt ja jetzt eine ganz krasse Bergankunft. So, und auch selbst hier, weil er ist kein Bergfahrer. Boah, das Trikot. Also wir könnten hier unter Umständen alle Trikots mitnehmen. Boah, das wäre natürlich zu nice. Ja, Nachwuchsfahrer, ne, war natürlich auch. Da haben wir jetzt auch schon 51 Sekunden Vorsprung. Den klicken wir nochmal aufs Team. Ja, es ist ein österreichisches Team in den Top 10, das sind aber nicht wir. Dann können wir ja zu den Ergebnissen gehen. Ah, das ist doch mal wieder schön. Endlich mal wieder ein Sieg für den Bernie hier. Und auch das gelbe Trikot übernommen. Der müsste der Manager aber richtig zufrieden sein, ne? Naja, okay. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mir so ein bisschen mehr Punkte versprochen. Aber naja, manchmal sind sie halt ein bisschen geizig, ne? Oder ich habe ihn einfach ein paar Etappen zu lange geärgert. Wir haben ein Angebot. Aha. Die lösche ich natürlich noch nicht. Aber lass mal kurz gucken, wann läuft das ab? Also wir haben den 2. August. Oh, das läuft schon am 9. August ab. Und was ist das für ein Team? Oh Mann, das ist, ja, das ist, ja. Ich meine, er wäre auch irgendwie mal nice für so ein japanisches Team zu fahren. Könnte man das vielleicht mal so ein bisschen pushen, aber ne, das nehme ich nicht an, das Angebot, ey. Ich krieg doch sicherlich auch hier von Falt Gourmet Festin noch ein Angebot, da würde ich ja lieber dahin gehen. Aber natürlich strebe ich eins von den 5 Teams hier oben an und die sind hier alle grün. Hier dieses Toot Sportbet aus Holland, das ist sogar schon, ne, hat glaube ich fast einen vollen Balken oder ist sogar voll. Also mal kurz einen Blick rein riskieren. Wäre natürlich toll, wenn es Österreicher geben würde. Jetzt, wo ich weiß, dass es hier auch österreichische Meisterschaft geben soll, da war ich wahrscheinlich in der ersten Saison zu schlecht, wa? Das sieht hier aber ganz schlecht mit Österreichern aus. So ein rein spanisches Team habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Da habe ich ganz schlechte Erfahrungen mit Bernardino gemacht. Da bin ich ganz ehrlich, kam es mir so ein bisschen so vor, als wenn der Manager ein bisschen rassistisch ist. Das ist natürlich nur Rumgespinne, aber das war trotzdem so ein bisschen das Gefühl. Weil ich fand als Bernardino, dass der mich dabei bei dem spanischen Team, dass der mich einfach schlecht behandelt hat. Aber hier ist auch halt kein Österreicher drin. Das ist irgendwie ganz schlecht so. Ich will Österreicher im Team haben. Ja, Burgos, vielleicht Spot Flanderin? Das amerikanische Team ist dann auch nochmal ein Pro. Die wollen, das ist ein rein belgisches Team. Gucken wir uns nochmal die Amis an hier. Ah, die sind vom Stern ja ganz schlecht. Das würde sich natürlich ändern, wenn wir reinkommen, aber wieso sind die eigentlich ein Pro-Team? Ist auch kein Österreicher drin. Also unter Umständen, wenn ich ein Angebot von meinem Team bekomme, bleibe ich da. So, aber jetzt lange rumgefaselt hier. Jetzt kommt wieder eine ganz wichtige Etappe für uns. Das seht ihr gleich am Profil. Ich habe sie mir natürlich schon angeguckt. Wir haben schön 3 Berge hintereinander. So ab der Hälfte des Rennens. Das werde ich euch auch ab da präsentieren. Das schon mal so vorweg gesagt. Ja, Vaterspiel, ne? Der leidet ein bisschen. Nur noch sehr gut. Ja, zumindest hier von der Einschätzung ist es bis jetzt auf jeden Fall Pahnsteiner nach Bernie der Beste halt, ne, und eben der Vaterspiel und der Pechhucker. Da ist selbst die Einschätzung noch nicht freigeschaltet. Ich werde auch, bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich Charisma als nächstes nehme oder doch lieber wieder was, dass ich was von den Teammates weiß. Weil das macht das natürlich auch ein bisschen einfacher, wenn man zum Beispiel bei einem Sprint weiß, wer in der Ebene am besten ist. So, wir haben hier mal die Favoriten für euch. Was halt echt krass ist, wir sind am Mittelgebirge gar nicht so schlecht. Ja, bei den Favoriten nicht dabei. Wir haben allerdings wieder dieses Zoom auf Bernhard Eisel, Favorit der Redaktion. Meiner Meinung nach wird Eisel angreifen, um Punkte für den besten Bergfahrer einzusammeln. Momentan sticht er richtig heraus und er wird nicht angreifen, denn er möchte diese Rundfahrt gewinnen. Ladies and Gentlemen, hello and welcome. A day in the mountains, where the team leaders and the climbers should show what they're made of. For the others, it's going to be a day of hard labor in order to reach the finishing line. Und wir haben sogar plus 3 auf dieser krassen Bergetappe eingefahren. Da wundert es mich ein bisschen, dass wir bei den Favoriten nicht dabei sind. Oh, meinst du die anderen so stark?
Also ein Ziel für die Etappe haben wir nicht. Wir wollen immer noch Zehnter werden, da wir im Moment im gelben Trikot sind. Sieht das sehr gut aus. Aber wen haben wir denn alles vorne? Parnsteiner ist auf jeden Fall schon vorne. Kannst du auch da bleiben? So, da wir im gelben Trikot sind, es gehört sich einfach so fürs gelbe Trikot, wird hier gearbeitet. Nehmen wir den Seidel. Ich nehme mir wieder den Schönberger. Ihr drei fahrt für euch alleine, dann bewachst du mir erstmal den Pornsteiner. Und ja, außer Parnsteiner ist keiner vorne, dann geht's hier los. Die wohl, ne, erstmal wichtigste Etappe für uns. Ja, kann einem natürlich schon ein bisschen Angst machen, wenn man hier bei dem Favoriten nicht dabei ist. In all probability it won't come to much, but who knows? Der erste ist auf jeden Fall schon unterwegs. Bernie sitzt ganz gut. Dann können wir jetzt mal die Action Cam gönnen. Er ist hier immer noch ganz alleine, greift halt immer noch an. Hätte er sich schon längst sparen können. So, jetzt ist der nächste weg. Ich konnte die Flagge gerade nicht sehen, den Namen schon gar nicht. Also ein Schweizer hinter. Oh, ein Sturz passiert. Eieiei, da ist Bernie vorbeigefahren. Boah. Aber wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Naja, Watts ist schon am Schruppen. Dann hältst du dich hier erstmal zurück. Nur, wenn andere Leute powern, dann kannst du es dir sparen. War sehr schön, dass wir dem Sturz da jetzt nicht persönlich ausgewichen sind, aber der Fahrer. Is a bit too docile for some riders who are looking to create a breakaway. Ja, die Teams schrucken schon ein bisschen. Ach komm, Fahrerspiel, da kannst du ja auch aus dem Wind rauskommen. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Ja, okay, das sehen wir gleich, aber sie haben wahrscheinlich nicht aufgehört. Zeidel hier. Komm mal zurück hier. Na, 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 na. Da kommt schon Breschi nach vorbeigeschossen. Du musst natürlich auch noch mal zurück. Komm, kleines Stück. Tisch. Bäm. Ja, die fahren auf jeden Fall. Puls geht in den orangenen Bereich rein. A small group of riders are trying to get clear of the bunch. Greift noch mal jemand an. The riders are now onto the first gradient of this race. Ja, jetzt steigt der Puls aber immens nach oben. Die mögen da vorne irgendjemanden ganz und gar nicht. Wo ist eigentlich Parnsteiner hin? Uiuiui, ja, die Portugiesen, ne? Die wollen es aber wissen. Wir müssen die Wahl auf 92 einstellen. Hier blickt ja fast alles rot. Jetzt greift doch nochmal jemand an. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Mehrere und zack ist das Tempo draußen. Die wollten wohl noch jemanden hinterher schicken. Deswegen haben sie geführt wie die Irren. So, und jetzt führt wahrscheinlich gar keiner mehr. Ja, so ist es. Wo ist denn mein Fahrerspiel? Da. Boah, hier liegt schon wieder einer. Du musst jetzt ganz schnell nach links rüber. Okay, der ist schon wieder aufgestanden. Du kommst mal nach vorne. Damit hier wenigstens einer führt. Boah, 65 sollen wir aber reichen. Also Breschina und Zeidel, die gefallen mir noch nicht so richtig. Tisch, bam. Boah, jetzt geht Zeidel aber. So, dann kann ich jetzt mal den Cut machen und hier, bevor es dann in den ersten von den drei Bergen reingeht, da seid ihr wieder dabei. So Leute, dann nehme ich euch wieder rein. Die Vorwelle habe ich euch mal nicht gegeben. Wir gehen jetzt in diese kleine Abfahrt und dann fängt der Anstieg erst so richtig an. Und deswegen kommt hier der Schönberger auch nochmal mit rein, weil die vorne, die fahren echt Druck, die Gruppe. Tisch und Tisch, dann seid ihr jetzt Gruppe 4. Schönberger hat noch ein bisschen mehr Energie. Der kommt mit denen in Gruppe 3.
Und Breschina und Panscheiner kommen in Gruppe 2 und du kommst mit Bernie in Gruppe 1. Brauchen wir natürlich einen Beschützer. Dann nehmen wir hier den Zeidel jetzt für Bernie. Boah, Panscheiner. Boah, der ist aber echt weit hinten, ne? Bin ich ganz ehrlich hier, da musst du mal kurz ein bisschen nach vorne fahren. Falls hier irgendwas auseinanderreißt, bist du nämlich viel zu weit hinten. Zumindest von dem, was ich weiß, bist du mein wichtigster Helfer. Jetzt ist er gleich ganz durchgeschossen. Ah, sitzt jetzt direkt hinter den Führenden. Das ist meistens auch ungünstig. Kriegen wir nicht ein bisschen weiter zurück. Ah, so geht's, glaube ich. Aber ihr seht's ja, ne? Also, die fahren vorne da, die 14, aber richtig Dampf. Nun gut, die Berge haben jetzt auch erst angefangen. Allerdings wird der Abstand sogar teilweise größer. Naja, hoffen wir mal aufs Beste. Dass sie es einfach nicht durchhalten, das Tempo. Alalei. 67 Kilometer. Wir nähern uns so langsam den 6 Minuten. Das ist echt übel. Und zwei von denen, die im Moment führen, die sind auch gleich fertig. Da war es eben gerade kurz über 6 Minuten. Jetzt ist es wieder über 6 Minuten. Lalei. Wenn wir da überhaupt noch rankommen, dann müssen wir mal kurz ein bisschen glotzen hier. Okay, die Gruppe vorne, die bröselt auch auseinander. Da sind die ganz vorne. Oh, es ist wieder versprungen. Warum das denn? Okay, der hier ist schon mal ganz übel. Naja, okay, 7,43. Nicht ganz übel, aber übler wie die davor. Also, 10 Minuten. 11. 13. 14. 26. Also zumindest fürs gelbe Trikot sind sie nicht so wirklich eine Gefahr. Aber hier ist jetzt auch schon Feierabend. Nicht aufgepasst, die ganze Zeit auf die Liste geguckt. Die beiden, die sind auch rausgefallen. Schönbürger, der kann schon gar nicht mehr so schnell fahren. Dann müsst ihr beiden jetzt schon unterstützen. Aber nee. Nee, warte mal. 4 Kilometer. Nee, das macht ihr noch nicht. Das würde die jetzt alleine bis zu diesem Schönberger vorzufahren, würde die viel zu viel Energie kosten. Da warte ich lieber auf die Abfahrt. Das wird bei Schönberger aber echt knapp. Na, vor uns der Conti, dem wir dieses schöne Trikot weggenommen haben. Ja, Schönberger ist fertig. Wird jetzt auch von Kajarura. Nee. Jetzt ist er wieder in der Führung. 1,4. Komm, du musst jetzt hier durchziehen. Da hinten mach ich mal was anderes, damit die beiden zusammenfahren können. So, jetzt sehr schön, der war völlig fertig. So, jetzt muss ich hinten drauf achten. Wenn die sich verbinden, der ist gleich dran. Na komm, Fahrerspiel. So, jetzt ist Fahrerspiel an ihm dran. Könnt ihr euch als Teamkameraden ein bisschen unterstützen. Kommt nur mal für alle Fälle. Gruppe ist 5. Hoho, Bernie hier über Hälfte. Alles Gelben weg. Erster Berg. Ah, ich wollte gerade sagen, der Portugiese hier sieht gar nicht gut aus. So, Fahrerspiel, Schönberger meine ich, hat sich hier noch so ein bisschen rüber gerettet. Es steigen irgendwie andere mit ein. So, und jetzt müsst ihr beiden, auch wenn ihr auch nicht mehr viel Power habt, ihr müsst jetzt hier mit rein. Daraus machen wir jetzt mal Gruppe 3. Ah, nee, warte mal. Nee, du nicht. Du beschützt Bernie. Den wollte ich eigentlich haben. Ihr seid Gruppe 3. Dann muss auch noch irgendjemand Wasser holen.
Ich glaube, das lasse ich mal den Schönberger machen. Vielleicht kann er dadurch ein bisschen Balken wieder aufbauen. Und ihr beiden seid noch nicht über die Kuppe. Holst du mal Wasser für euch beide? So, wir rasen hier die Abfahrt runter, sind gleich unten. Er hat leider das Wasser noch nicht abgegeben, aber er ist schon hier hinter uns. So, den wichtigen Fahrern hat er jetzt abgegeben. Jetzt sind wir im zweiten Berg drin. Jetzt die Frage, wie lange die mit 85 fahren können. Wahrscheinlich nicht gerade lange. Wie weit ist der Abstand nach vorne? Oh la la, 6 Minuten 44. Das ist echt krass. Da wird schon langsam der eine mit seinen 7 Minuten eine Gefahr. Ja, die beiden schaffen den Berg nicht. The pace is really hot, so for the moment we shouldn't see too many attacks. Na, haben wir da gefuscht, dass wir 14 Leute haben weggehen lassen? Vielleicht keine so gute Idee. So, Zeidel, du musst jetzt leider auch schon mit ran. So, Schönberger hat es hinter sich. Den nehmen wir mal raus. Der beschützt jetzt Bernie. Zumindest noch ein bisschen. Aber da ist er fertig. Ich danke dir, Digga. Schöne Arbeit von dir. Breschina hat auch hinter sich. Dir auch nochmal besten Dank. Tja, ist der Zeidel hier schon der Letzte. Aber den Berg hat er gleich geschafft. ...46 noch in unserer Gruppe. So, jetzt geht's wieder bergab. Du musst halt weiter schrubben. Tut mir auch leid für dich. Aber naja, mit viel Glück steigen irgendwann nochmal andere ein. Was sagt der Abstand? 7 Minuten, Alter. Was ist denn mit denen da vorne los, ey? Wie sind da noch in der Gruppe? Wahrscheinlich noch jede Menge. 4 nur noch. Dann gucken wir uns die 4 doch mal am besten an, weil die anderen scheinen ja fertig zu sein. 13. Oh, 7,51, der ist immer noch dabei. 7,43. Oh, da sind zwei gefährliche Fahrer drin. Komm, Zeidel. Mehr Power. Die beiden haben es hinter sich. Sind in Gruppen drin. Dann könnt ihr für euch alleine fahren. So, können wir mal ein bisschen zappen. Bernie ist schon wieder voll. Pansteiner sollte auch noch voll erreichen. Nee, komm. Da gerade einer mithilft. Ich wollte gerade ein bisschen mehr Power geben, aber... The back is not fighting for it. It's clear as day. Naja, doch. Wir fighten schon, aber wir kommen nicht ran. So, und dann gleich auf der nächsten Abfahrt werde ich die anderen beiden schon mal ranhängen. Zeidel schrubbt jetzt hier nochmal richtig. Hälfte rot hat er noch. Na, wann geht's denn endlich in die Abfahrt? Oh, zum Glück, jetzt übernehmen wir andere. Oh, da schießen wir jetzt gleich in die Abfahrt rein. So. Damit hier auch alles vorne bleibt. Hängt euch da mal ran. ...41 Mann in der Gruppe. There are just 15 kilometers left. Oh, die anderen scheinen hier ein bisschen stärker zu sein. 95, hat noch Balken.
muss aus dem Sattel und kommt hier nicht mehr ran. Ja, jetzt kommt er mal ein bisschen nach vorne. Fußball. Schöne Serpentine hier. Oh, eine richtig scharfe Kurve. Bergtrikot haben wir auf jeden Fall eingefangen. Ja, schon sitzt auch nur noch 4 Minuten. Jetzt ist da vorne von den Vieren im Moment fürs gelbe Trikot zumindest keiner eine Gefahr. So, wir können, glaube ich, runterdrehen. Wo ist Benny? Benny? Kommst du ran hier? Jetzt fangen aber Bernies Balken schon an zu leiden. Ey. So, Zeidel muss raus. Mm, 89, 3,5 Minuten. Reicht hoffentlich erstmal. Oh, dort Zeidel kommt hier nochmal rübergeschossen. So, der hier vorne ist auf jeden Fall fertig. Ah, der Abstand plumpst gerade richtig. Ich glaube, so kann es Benny noch aushalten. 7,8 Kilometer für uns. Oh ja, hier vorne nur noch 6,5. Oh ja, hier wieder. Zieht irgendwie vor uns. Und wird dann aber langsamer. Hier, er bricht auch zusammen. Nee, das ist ja gar nicht. Nee. So, die greifen alle nochmal an. Nein, nein. Die brechen hier alle zusammen. Pani bleibt aber dran. Jetzt sind wir bei den letzten 5 angekommen. 2,5 Minuten. Oh, da hat sich Kascha-Rallfahrer zwischengesetzt. Oh, was für ein Assi. So, jetzt der Pansteiner aber auch hinter sich. Letzten Kilometer, Bernie muss man alleine machen. 2 Minuten, wie gesagt, das ist kein Problem fürs gelbe Trikot. Also, unter Umständen kommen die da vorne durch. Wir haben 3,7 Kilometer. Ich weiß nicht, ob er das mit 85 durchhält. Muss er auch, glaube ich, nicht. Das sind nur noch 2 Minuten bis nach vorne. Wir können, glaube ich, runterdrehen. Okay, jetzt kommt das grüne Trikot hier wieder ran. Dass der hier so mithalten kann. Ja, den rein, den rein. Immer noch 2 Minuten. Das sind 4 ganz gute da vorne. Wusel, wusel. Ah, dreh mal auf, ey. Dieser Gutierrez nervt mich schon gerade wieder ein bisschen. Muss ich echt zugeben, weil er hier direkt vor uns ist und dann noch zusammenbricht. Häng nicht mal an den Fiorelli ran. Können wir hier schon was sehen? Nicht wirklich. Ich glaube, sie sind hier in dieser Kurve, ne? Ja, da Ruta. Da sind die Führenden. Die noch für sich selbst einstellen. Die dürften ganz unten sein. Da kannst du eigentlich nochmal Wasser holen. Wer weiß, ob ihr den Berg ohne Wasser schafft. So. Falling behind. A team leader is falling behind. Kann ja jetzt natürlich den Zieleinlauf nicht zeigen. His aim was to win it, and he didn't disappoint his teammates. It's a job well done. Fiorelli sprintet auf jeden Fall auch noch mal und den können wir sogar noch checken. Zack, sind wir hier noch mal als Fünfter reingekommen. Aber wie gesagt, ich glaube, ups. The race is run, but the poor souls bringing up the rear continue to cross the line. It's a bit of a knock for the morale. Ich glaube, Bergtrikot müssten wir auf jeden Fall, Bergtrikot, sag ich schon, Führungstrikot müssten wir auf jeden Fall behalten haben. Und wir kriegen ja als Fünfter auch noch ein paar Bergpunkte, ne? Ne, Sechster sind wir ja auch nur gewonnen. Immerhin 10.
Na, kann noch ein bisschen dauern. Manche haben ungefähr Hälfte des letzten Anstiegs noch vor sich. Da kommt Breschina. Schimberger ist auch drin. Dann nur noch unsere letzten beiden. Die am Anfang eine tolle Arbeit geleistet haben. Da kommen die beiden hochgeschossen. Oh, der ist vorbei. Oh, mit Angriff hier. Ja, war wieder die schlechte Idee, 14 Leute weggehen zu lassen. Da hätte ich eigentlich reagieren müssen. Aber ich dachte, das passt noch. Aber naja, wie gesagt, zum Glück sind die keine Gefahr fürs gelbe Trikot gewesen. Da können wir jetzt zu den Ergebnissen gehen. Jetzt kommt nur noch das Zeitfahren und naja, leider sind wir da schlecht. Wir haben hier gegenüber denen nur 2-2 verloren, aber hey, er hat sich sogar auch nochmal einen kleinen Vorsprung gegenüber uns geholt. Auch aus dem Team aus Österreich. Ja, wir sind immer noch im gelben Trikot und haben 52 Sekunden Vorsprung vor Ituria. Dann nochmal 54 vor Fernandes und dieser Stüsser, der ist leider auch echt gut platziert. Ich hoffe, er ist kein guter Zeitfahrer. Oh, da ist ein Conti. Naja, also von all denen, die hier vorne sind, ist zumindest niemand irgendwie angezeigt, dass er ein guter Zeitfahrer ist. So, Sprinter-Trikot, sind wir tatsächlich auf 15 Punkte an ihn hier rangekommen. Berg-Trikot, sind wir jetzt wieder allen runtergefallen. Da ist auch jetzt nichts mehr zu machen. Naja, und Jungprofi-Trikot tragen wir immer noch. Manager knallt mal 7 Punkte raus und 1% auf die Zufriedenheit. Budget von Movistar wurde gekürzt und wir gehen jetzt rein in das abschließende Zeitfahren. Es ist ein Hügelzeitfahren. Dadurch könnte es sein, dass wir einigermaßen uns platzieren, aber naja. Ich hoffe mal, dass wir unseren Vorsprung halten können. Hier bei den Favoriten sind wir natürlich nicht. Es gibt einen Zoom auf Bernhard Eisel. Favorit der Redaktion. Für Eisel wird es schwierig werden, nach diesem ungeliebten Zeitfahren das Trikot zu behalten. Das wird nicht leicht. Sag uns was, was uns nicht bewusst ist. Ja, damit herzlich willkommen zum abschließenden Zeitfahren der Super Volta Portugal. Also es kann uns eigentlich, denke ich mal, hier nur eine Sache retten. Wir brauchen hier +3, +3, +3, +3. Das werden wir allerdings erst am Ende sehen, weil wir als letzter Fahrer starten. Er hat mir sogar einen rausgeknallt. Ich soll Fünfter der Etappe werden. Da können ja die anderen nicht so gute Zeitfahrer sein. Also hoffe ich mal. Ich kann euch das raus, bis Bernie auf der Rampe steht. Und da ist Benny auf der Rampe und an diesen ganzen grünen Zahlen hier kann man sehen, dass wir eine Plusform eingefahren haben. Wie viel kann ich nicht sagen, da wir nicht so eine gute Fitness haben, könnte das sogar +3 sein von den Werten her. So, bei fast 16 Kilometern, wenn das für macht sie, 86, 87, ich fahre mal mit 87 los. Also, ne, wie gesagt, wenn das 87 ist, ich weiß es nicht. Meistens bin ich irgendwie ein oder zwei daneben. Oh, das ist 87. Ich habe es genau getroffen. Dann bewachen wir jetzt mal die Balken. Ich kann schneller fahren. 88. Okay, es geht halt auch bergab, ne? Jetzt geht's steil bergauf. Ah, haut der Rote natürlich richtig ab. Oh, 86. Da vorne fährt Ituria. The rider crossing the line is credited with the best time so far. Oh, es geht weiter bergauf. The riders are going through a very tough portion with percentages above 10%. Das ist ja so unsere beste Stärke. That's a good time. It's looking good, but he must not run out of steam if he wants to pull off a win in this time trial. Oh, der Weiße muss wieder ein bisschen aufholen. So, wieder auf 88. Jetzt geht's hier wieder nach oben. Ich mach mal eine Zwischenzeit weiter. Ja, da leiden wir natürlich wieder ein bisschen. Ah, es geht auch gleich wieder bergab. Komm, 88, du Schrupp mir. Wir müssen unser Trikot verteidigen. Okay, jetzt ist schon echt übel. Wir haben fast kein Rot mehr. Jetzt geht es hier aber auch steil bergab. 87. Gelb sieht auf jeden Fall super aus. Kommt auch schon gleich die nächste Zwischenzeit. Jetzt geht es nochmal bergauf. He's at the top of the intermediate classification, but now he's got to sustain that lead over the remainder of the course. Boah, über 85, da ist Ituria. Also den schlagen wir auf jeden Fall. Aber hier, er macht immer so einen Zug nach links. Bernie macht einen Zug nach links. So, jetzt hat der Weiße wieder aufgeholt. Jetzt geht's hier nochmal bergauf. Weiße, ja, das sieht gut aus im Moment. Geht's nochmal bergab, ne? Ist eher flach, ne? 86. Ich kann jetzt die Zwischenzeit nicht umstellen.
87. 1,3 noch. Bergab. 88. 89. Fußball! Ich weiß es jetzt nicht. Ich muss kurz umschalten. Nee, ich kann nicht umschalten. Oh, wir haben nur den zweiten gemacht. Aber das ist egal. Der Pardun war nicht zu sehen. Und ey, wir haben 20 Sekunden nur Rückstand. Das ist die das Etappenrennen für Bernhard Eisel. Super Volta Portugal gewonnen. Das sah zwischendurch mal absolut nicht so aus. Und da ist er. Ganz oben. Konnte hier sogar noch richtig was draufbrettern. 1,19 vor. Ja, und die weiße Flagge hier, das müsste dann ein Russe sein. Ja, steht ja auch hier, Russland. So, die Bergwertung konnte man natürlich leider nicht gewinnen. Die geht an Gentle Michels. Ja, es wird nochmal spannend. Wir haben hier den zweiten gemacht. Wie sieht das mit der Sprintwertung aus? Oh, das gibt's doch gar nicht, um 9 Punkte. Aber der war auch hier im Zeitfahren, war der auch ganz gut. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wo er reingekommen ist, aber der war bei den Zwischenzeiten teilweise Dritter oder so. Also ist auch ein guter Zeitfahrer. Naja, dann nehmen wir zwei Trikots mit nach Hause, aber wir nehmen ja das Wichtigste mit nach Hause, ne? Das schöne Gelbe. So, hier ist Benny natürlich auch ganz oben bei den Nachwuchsfahrern. Der gucken wir uns nochmal das Team an. Konnten wir es in die Top 10 schaffen? Üben, leider nicht. Ach doch, da! Ah, Team Faltgummifiss. Da sind wir doch. Da haben wir es doch noch in den Top 10 geschafft. Und Vorarlberg ist wieder rausgeflogen. Ja, da hast du natürlich von Team Koratec auch nochmal jubelt und ab zu den Ergebnissen. Jetzt bin ich aber gespannt. Wir sollten nur Zehnter werden und wir haben diese Rundfahrt gewonnen. Was knallst du raus, Digga? Ja, auf jeden Fall mehr, wie wir für die nächste Stufe brauchen. 80 Punkte. Er ist auch wieder 100% mit uns zufrieden. Ne? Ja, siehste, Manager, geht doch mal. Muss nur abwarten. So, kriegen wir aber nur einen Fähigkeitenpunkt. Und dann bei der nächsten Stufe dürfen wir uns endlich wieder verbessern. Und wir dürfen dann auch auf die Grand Tours zugreifen. Und auf die Majors dürfen wir zugreifen. Oh, hier ist das nächste Angebot. Das schauen wir uns aber in der nächsten Folge an. Aber ich bin immer so vergesslich, ne, dass ich das hier vergesse. Und ich würde halt ganz gern dieses Chrono des Nations noch wegnehmen hier in dieser Saison. Und deswegen knall ich mir jetzt hier einen auf Charisma drauf, damit wir ein paar mehr Punkte bekommen. So, jetzt als nächstes steht die Deutschland-Rundfahrt an. Dann noch die Britain's Tour. Und dann haben wir noch so ein paar Rennen. Ob das nochmal was mit Stufe 12 wird, kann ich nicht sagen. Monatswechsel September haben wir noch einmal und Oktober so zweimal. Es könnte auch noch Stufe 12 werden. Es wird aber, wenn, dann ganz, ganz, ganz knapp. Und natürlich müssen wir gute Leistung dafür bringen. So, wir haben hier das Ende der Folge erreicht. Wir haben die Super Volta Portugal gewonnen. Da könnt ihr gerne mal wieder einen Daumen nach oben dafür da lassen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bis dann und ciao.